Paulina, 24, und obwohl ich aus Schwaben komme, möchte ich nicht mit richtigen Antworten geizen. Hallo, ich bin Willi, 32, und ich verhüte mit Socken. Hi, Willi, 24, und dank VitaVelt schneller als Lionel Messi. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Eurem Lieblingsformat hier auf YouTube. Heute mit Willi. Und Paulina. Habt ihr Bock, hier zu stehen? Seid ihr vielleicht prominent? Dann bewerbt euch doch gerne in den Kommentaren und mit der tollen Begründung eurem Lieblingssong. Und welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Wir lieben Geschenke. Also seid doch mal gern kreativ. Gebt auch mal ein bisschen Geld aus. Weil das ist ja wirklich eine Experience. Die kann man sich quasi nicht kaufen, oder Paulina? Ja. It's very well. It's great. Willi, du bist Unternehmer, du bist Fußballer, du bist Streamer, du bist ein Superstar. Erzähl mal ein bisschen, woher kennt man dich? Durch Fußball und ein bisschen durch Streamen und ein bisschen durch YouTube und ein bisschen durch Instagram. Was ist dein Torjubel? Mach ihn mal bitte ganz kurz vorne vor. Du schießt ein Tor. Ich pass dir rein. Du machst ein Tor. Hast du mal ein Tor geschossen? Natürlich nicht, deswegen zeige ich dir. Alles klar, alles gut. John, Hafti, Gadi, Italian. Wasch die Hände mit Evian und Pisselbaum, Perion. Während Rapper sich um Huni streiten, fress ich Millionen. Frag er von Bolucci, frag an die Lichtmann. Saudi A, Saudi A. Wissen wir, wer der Babo ist? Falsch. Haftbefehl. Money, money, rich. Haftbefehl, Saudi, Arabi, money, rich. Yeah. 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 Schon mal kennengelernt, Hafti? Soll ja live ja ziemlich scheiße sein, habe ich gehört. Supermann. Hast du schon mal einen Star getroffen, Paulina? Irgendeinen Star außer Willi und mich heute? PM Krause. PM Krause ist ein Star. Wo hast du ihn denn kennengelernt oder mal gesehen? Arbeitsamt oder wo habt ihr euch kennengelernt? Nee, im Studio. Ach so, du hast da mal gearbeitet für ihn? Ich habe da in der Redaktion ein Praktikum gemacht. Und hab dann ich habe auch über euch übrigens Sachen rausgefunden, für die Kurzstrecke. Pierre ist leider privat ein tierisches Arschloch und deswegen kann er gut verstecken. Kann er gut verstecken. Disco Pogo, die Atzen. Disco Pogo ist Puls. Das ist wirklich die deutschen Beatles, die beiden. Hammer, wirklich total klasse. Disco Pogo, ist das für dich als Sportler, Disco, ist das was? Oder eher kein Bock? Distanziere ich mich. Ist das so? Sport und Party? Sport, schlafen, Sport, ja. Schlafen, Sport, schlafen. Und wo bleibt das Vögeln dann zwischen diesen Sportaktivitäten? Das ist ja Sport. Du, ich mache nicht. Paulina, du bist 24, kommst aus Köln. Was machst du jetzt aktuell beruflich? Ich studiere eigentlich hauptsächlich, aber manchmal stehe ich auch im WDR und halt Kabel. Mhm. Oder ich habe auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und habe da wunderbare Körperseifen vertrieben. Lizzo, Truth Hurts. Nein. Lizzo, ain't my fault. Leck mir mal! Lizzo, Truth? Ich hab Truth gesagt! Juice, Juice. Was trinkst du gerne, Paulina? Holundersirup, irgendwas mit Holundersirup. Okay, alles gemischt mit Holundersirup. Und Apfelsaft, mal so einen trüben? Lieber klar. Trüb ist schlecht für später. Wie für später? Durch den Körper durch und dann, weißt du? Ach so, ist das? Das wusste ich gar nicht. Muss ich nächstes Mal darauf achten, wenn ich mein Urin trinke. Das ist mir nie aufgefallen. Okay. Wir müssen weg hier. Raus ist. Falco Genie! Das wusste ich. Yeah. Willi, da müsst ihr doch mal drauf eingehen. Du hast ja bei Erkennst du den Song live mitgespielt, unter anderem mit Joko und Bowser. Und da hast du Genie bei der Strafkaraoke performt. Jenny! Bitte, du bist ganz nah, oh, ganz nah. Komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald. Ja, war gut, ne? Was ging dir vor in dem Moment? Hast du den Song jemals gehört? Nee, das ist verrückt. Ich habe performt. Mhm. Auf dem Heimweg im Auto habe ich mir dann den Song angemacht. Mhm. Und dachte mir nur, ach du Scheiße. Falco ist ein toller Künstler. Ich sage bewusst ist. Aus Gründen, denn er ist noch da. Um zurückzugehen an den Punkt, wo ich niemand bin. Und ich will sie trösten, doch ich weiß, ich bin der Grund, warum da die Tränen sind. Also muss ich mich lösen, ich lass sie gehen, weil sie ohne mich besser ist. Ich leb, doch bin eigentlich tot, yeah.
Ich lach, doch bin gar nicht so froh. Ich bin reich, aber innerlich broke. Bin und bleib mit dem Broke Maya an. Sie würden töten. So, jetzt versuch ich mal was, Freunde. Jetzt habt ihr mich mal wirklich. Tilo, töten. Tilo broke? Ich bin eigentlich tot. Ich lach, doch bin gar nicht so froh. Ich bin reich, aber Paulina, was hast du mir mitgebracht für ein tolles Geschenk? Oh, ich habe was für den Körper für dich. Aha, da reicht aber eine Tüte nicht. Guck mal, gucken wir uns das mal an. Kannst du dich peelen an deinem wunderbaren, das ist ja deiner toll. Haut. Wer möchte mich damit peelen? Bewerbungen jetzt in die Kommentare, jetzt in den Chat. Pock, 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 pock. Wer möchte mich peelen? Guck mal hier, das ist doch schön, oder? Perfekt. Sieht mal schön von Hansi Flick die Waden einseifen lassen. Wärst du nicht der Erste? So, Hammer! Riesenapplaus! Brauchst du gar nicht machen. Remedy Leonie. Ja. Flick, nimm mich mit! Die EM steht an im nächsten Jahr. 2024 wird das Jahr des deutschen Fußballs. So habe ich mir die Karten legen lassen. Mhm. Wie siehst du deine Chancen, Willi? Du bist gut. Verteidiger. Wir brauchen da gerade ruhig, wir brauchen da Leute. Ja. Hast du Zeit an den Tagen, an denen jetzt die Spiele stattfinden werden? Also das Datum steht ja noch nicht fest, ja. Aber ich habe Zeit eingeplant und werde dann dementsprechend auch zur Verfügung Reist stehen. Reist du an? Ja, ich würd mir überlegen. Sag mal, das ist ja bei dir wirklich realistisch. Du spielst irgendwann mal für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Kann man das realisieren? Mhm. Man kann es fokussieren, man muss es manifestieren. Ja, hast du auch schon mal was manifestiert in deinem Leben? Bachelorarbeit machen. Wie viele Seiten musst du noch? Alle. Können wir irgendwie helfen? Worum geht's? Was ist dein Thema? Ich möchte eine Interviewreihe machen mit Frauen aus verschiedenen Altersgruppen zum Thema sexuelle Selbstbestimmung. Bin ich doch der perfekte Ansprechpartner. Falls jemand Lust hat, an der Umfrage teilzunehmen, bitte auch da in die Kommentare schreiben. Im Nachhinein werdet ihr von mir geschrubbt. Was für glaubhafte Nutte! SSIO, Nutte! Ist der King of SSIO! Gib nichts an zu! Das hätte ich wissen müssen, Mann. Wieso, wegen Nutte? Ja. Deswegen, ja. Was hörst du für Mucke, Willi? Deutsche tatsächlich nicht so viele. Nee. Mehr so amerikanisch. Yes, okay. Lil Baby. Yes, ist mein Nickname. Ja, weiß ich nicht. Was hörst du für Mucke, Paulina? Indie, würde ich sagen. Okay, also Singer-Songwriting? Ja, so Deutsch, Singer. Englisch. Nee, der nicht. Der macht auch Singer-Songwriting. Ja, die Jünger, so Bands, so ja, kleine so Bands. Konstellationen, die man auch mal unterstützen sollte. Ja, genau. Und ich weiß, ich bin sowas von gefickt. Draußen ist blaues Licht. Dein Blick. Kraftklub blaues Licht. Ja. Ein Punkt! Ein Punkt, guter Song aber. Lass der beide sein! Pitbull mit Hotel! Halt! Pitbull, Jennifer Lopez, Hit on the Floor. Pitbull, J-Lo. On the floor. Ja. Wow. Ich kann das. Ich hasse die Musik von J-Lo. So ist die FIFA. Bist du als Fußballer auch abgefuckt von dieser FIFA, vom Infantino? Oder hast du einen Maulkorb gekriegt? Darf ich reden? Maulkorb bekommen. Maulkorb? Definitiv. Vom Hansi Flick vorher noch? Auch. Dich mochst nichts sorgen. Wäre ich eigentlich so? Ne? Bist du fußballbegeistert? SC Freiburg. Oh, genau. Der Christian. Ja, komm, die sind doch sympathisch, oder? Apropos Streich, die Bärchenstreichwurst soll abgesägt werden. Du gibst mir den Rest. An mein Kante reit Pocahontas. Ja. Es tut mir leid, Pocahontas. Ist das nicht auf dem Ballermann immer so? Ja, ja. Ja, und so Schützenfest. So genau, sowas, das ne? wird ordentlich rumgereicht, wie Dennis' Ex-Freundin. Ganz kurz, Biggie, Punktestand. Ist ja Fakt. Ist ja nicht böse gemeint. Come on. 3-4-1. Willi, was ist da los? Ja, ich leg vor. Das ist ja. Rein. Das ist ja der Hammer. Bist du die Frequenz? Rolex von Rin.
komm in meine Stadt, ich bring den Vibe weg. Lagerfest, hau alles vintage. Ihr macht alles, mein neues Codec. Vintage? Ja. Komm in meine Stadt, ich bring den Vibe weg. Lagerfest, hau alles vintage. Danke an alle meine Supporter und Fans. Dankeschön. Ja, krass. Riesenapplaus für Paulina. Und natürlich noch ein paar Applausen, ein kleines Applauschen für Willi. Oben gibt's von High Performer Henning. Brich dein Studium für $100,000 ab. Krieg auch was für dich. Und unten gibt's die letzte Folge von Do you know this song? Have a nice day, my brothers and sisters. Oh Lord.